Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Hier vor dem Gorilla-Gehege im Affentropenhaus in Krefelder Zoo. Im Gehege leben die drei Senioren des Krefelder Zoos, die drei Gorilla-Senioren, Massa und die beiden Weibchen Tumba und Roma. Massa wahrscheinlich 1971 geboren und die beiden Weibchen wahrscheinlich 1973. Man weiß das genaue Alter nicht, weil es damals halt noch Wildfänge waren. Und Massa mit seinen 45, 46 Jahren ist der im Moment der drittälteste Gorillamann in Europa. Die drei haben insgesamt 7 Jungtiere in Krefeld erfolgreich aufgezogen. Massa und Boma 5 Jungtiere und Massa mit Tumba 2 Jungtiere, die dann über ganz Europa verteilt wurden. Die 7 Jungtiere, die hier geboren und aufgezogen wurden, das waren 5 Jungtiere mit Boma, der älteste Gorgo, der jetzt mittlerweile in Rostock ist. Auch eine teilweise Handaufzucht, die aber später in die Gruppe integriert wurde, in seine Ursprungsfamilie. Die nächste mit Boma war Rebecca, die jetzt in Frankfurt ist und schon sehr viel Nachwuchs dort bekommen hat. Dann kamen Bagheera, die jetzt in München ist, Kisoro, der in Basel ist, aber mittlerweile verstorben, und Jambo in Apelheul. So. Und die beiden Jungtiere mit Tumba waren Irala, die in Kerkrade war, aber verstorben ist, und Kira, aktuell in Moskau. Auch alle mit eigenem Nachwuchs. Und Massa, zumindest Massa und Boma, sind mittlerweile schon Urgroßeltern. Im jetzigen Alter merkt man halt so langsam die Altersbeschwerden der Gorillas, die ähnlich sind wie bei Menschen im selben Alter. Im Freiland wären sie schon längst tot, das ist klar, weil man mit den Beschwerden im Freiland nicht überleben könnte. Massa zum Beispiel hat eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion, kann man sagen. Er muss deshalb ständig ein Medikament nehmen, was nichts Dramatisches ist. Aber wenn man nicht ordentlich verdauen kann, dann kann man im Freiland halt auch nicht überleben. Oder Tiere, die im Alter unbeweglicher werden, die frisst halt irgendwann der Leopard. Zur Ernährung, gerade bei Massa müssen wir sehr darauf achten, dass wir keine Blähnen, Futtermittel geben können. Wir sind deshalb bei der Gemüseauswahl etwas eingeschränkt. Das heißt dann, dass zum Beispiel die meisten Kohlsorten nicht in Frage kommen, dass wir mit den Salatsorten vorsichtig sein müssen. Es gibt Endivien-Salat, aber keinen Eissalat oder normalen Kopfsalat mehr, weil das schnell zu Durchfällen führt. Ein Problem, das wir zum Beispiel bei der jüngeren Gorilla-Gruppe hier im Krefelder Zoo nicht haben. Die Gorillas werden dreimal am Tag gefüttert, es wird draußen im Gehege alles verteilt und wir achten halt darauf, dass jeder die Gelegenheit hat, von allem was abzubekommen. Es gibt andere Futtermittel, die wir ebenfalls gut verfüttern können, wenn die Tiere zum Beispiel Durchfall haben oder um zu verhindern, dass sie Durchfall bekommen. Am bekanntesten ist da der Fenchel, der da diätetisch sehr gut wirkt, und andere Gemüsesorten wie Sellerie, Chicorée, solche Sachen werden dann vermehrt gefüttert, mehr als zum Beispiel in der jüngeren Gruppe, wo wir auch andere Gemüsesorten verfüttern können. Obst gibt es so gut wie gar nicht mehr, es sei denn, wir müssen mit dem Obst irgendwelche Medikamente verteilen. Massa ist im Moment sehr entspannt, das sieht man daran, wie er relaxed, er da seine Beschäftigungsrolle knabbert. Die ist mit relativ uninteressanten Sachen gefüllt, also Streufutter, Körner, Haferflocken, Rosinen. Wenn wir interessante Sachen da hineinpacken, würde es Keilerei zwischen den Gorillas geben. Aber so schnappt sich halt jeder seine Rolle und untersucht die dann und nimmt sie auseinander und frisst das, was er da drin findet. Was da von Anfang an immer schon gestört hat, das waren besonders stark geschminkte oder gar maskierte Leute,
Gerade zu Karneval haben wir da große Probleme gehabt. So dass wir zu Karneval, wenn Menschen unbedingt ihr Kostüm dem Affen zeigen müssen, beziehungsweise ihre geschminkten oder gezeichneten Gesichter, dass wir da eine Schiebe aufmachen, dass sie sich nach hinten verziehen können, die Gorillas. Da reicht dann der künstlich aufgemalte Schnurrbart oder das Herzchen auf der Wange. Für ihn sieht wahrscheinlich das Gesicht dann so extrem verzerrt aus, dass es für ihn eine Bedrohung darstellt. Egal, ob das nun das Prinzesschen mit dem Herzchen ist. Für ihn ist das nicht normal, da es ja auch noch Kinder sind, die im Allgemeinen ja harmlos sind. Laut, aber harmlos. Und was in letzter Zeit häufig oft vorkommt, ist, sind diese modernen Kindermützen, die aussehen, als ob da irgendein Tier auf dem Kopf krepiert ist, mit Glotzaugen und Ähnlichem. Das irritiert ihn auch sehr. Deshalb haben wir auch ein Schild am Eingang. Wir hoffen, dass die Leute sich dran halten und es im Tropenhaus dem Kind nicht unbedingt die warme Mütze aufsetzen müssen. Der Vorteil an einem Tropenhaus ist natürlich, dass man hier viele tropische Pflanzen hat. Und ein großer Teil davon ist auch für die Affen verzehrbar. Zum Beispiel Ficus benjamini, Ficus serrata, die ganzen Hibiskusarten, Bananenpflanzen. Der Vorteil ist vor allem, dass man das im Herbst, Winter bis ins Frühjahr hinein verfüttern kann, wenn es kein frisches Laub von draußen gibt. Und da die Gärtner sowieso im Herbst und Winter hier alles einmal zurückschneiden müssen, weil die schnell wachsenden Bäume sonst oben das Dach hochdrücken, wird das gern genutzt, um es an vor allem an die Gorillas, die viel Ballaststoffe brauchen, allerdings auch an die Orangs und die Schimpansen zu verfüttern. Tumba, eine der beiden Weibchen, sitzt jetzt gerade an einer der Stofferboxen. Das sind diese Metallkästen im Gehege mit vielen Schlitzen und Löchern drin. Man kann die Dinger öffnen, da sind mehrere Etagen darin und die werden dann mit Nüssen, Sonnenblumenkernen, Haferflocken, Rosinen gefüllt. Und die müssen dann praktisch, wenn die ganz oben auf dem oberen Regal liegen, mit Stöckchen oder auch mit den Fingern immer eine Etage tiefer bewegt werden, bis sie unten am Auswurfloch rauskommen, wo die Gorillas das dann einsammeln können. Wobei die beiden Weibchen sich geschickter anstellen als Massa. Der verliert da sehr schnell Geduld und oder geht erst gar nicht dran. Massafluss ist Chinakohl. Da sagt man vielleicht, oh Kohl, der bläht doch, da gibt es doch Durchfall, aber Chinakohl ist halt eine andere Kohlsorte, die mit den europäischen Kohlen, die alle irgendwie mehr oder weniger blähend wirken, nicht verwandt ist und diese Blähstoffe halt nicht entwickelt und deshalb können wir den Chinakohl bedenkenlos verfüttern. Die europäischen Kohlsorten wirken auch nicht alle gleich schlimm, also bei Kohlrabi haben wir zum Beispiel auch kein Problem. Es wurde hier schon mehrfach mit Gorillas, Schimpansen, Orangs Forschung betrieben. Es ging vor allem darum, welche der Arten ist jetzt intelligenter, wobei man sich darüber streiten kann, was ist jetzt Intelligenz? Ist derjenige, der Mensch intelligenter, der die kompliziertesten Matheaufgaben löst oder ist der intelligenter, der 5 Fremdsprachen spricht? Ähnlich ist es bei den Gorillas, Orangs und Schimpansen, alle sind unterschiedlich intelligent und bei den Orangs weiß man, Orangs, das sind die Pummler und Bastler, die sitzen eine halbe Stunde vor einer Sache und dann zack, 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 haben sie das. Während Gorillas und Schimpansen eher schnell die Geduld verlieren, wenn es nicht sofort klappt. Wir hatten hier mal ein Experiment, wo mittels immer komplizierter werdender Riegel ein Türchen geöffnet werden musste, um eine Leckerei auf der anderen Seite zu bekommen. Das haben die Gorillas erst nicht geschafft. Sie wurden natürlich voreilig als nicht so intelligent eingestuft, bis man festgestellt hat, wenn man den Riegel nicht so fragil gestaltet, sondern etwas gröber, dass der Gorilla mit seinen dicken Fingern da auch klarkommt, dann hat es bei den Gorillas genauso schnell funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert unbedingt.